Und damit willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Armada 3. Ich habe hier gerade ein scharfes S geschrieben und beim letzten Mal hat die Föderation wieder angegriffen und meine Flotte war gerade auf dem Weg hierher. Ich hoffe, dass ich jetzt auch bei der zweiten Aufnahmesession nicht unterbrochen werde. Aber bei Eltern weiß man ja nie so genau, wobei das eigentlich noch dauern dürfte. Ich bin erstmal noch alleine hier, zumindest sollte es so sein. Außer Eltern haben sich entschieden, ach, der hat Ferien, da können wir mal früher nach Hause kommen. Aber heute ist Montag und Montag sind die normalerweise, wenn ich Schule habe, erst nach, also erst schon vor mir zu Hause. Aber ich komme auch zuerst so, ich bin erst nach 4 Uhr zu Hause, so halb 5. Normalerweise, deshalb heißt das nichts. Und jetzt ist es gerade 20 vor 2. Oh, das hier ist cool. Mein, Carrier kann auch, Schiffe übernehmen. Let loose the dogs of war. We have created a new weapon. Mev, let the battle commence. So, Nanobonding. Oh, für Großkampfschiffe und Sternbasen, aber bitte. Haben will. Wie sieht's mit meinem Starbase Constructor aus? What? Schön, dass du bereit bist. Hier habe ich noch gar keine Jäger. Das ist ja scheiße. So. Wir haben created a new weapon. Ey. Ach du Scheiße, Leute. You honor my house. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich meine, ich könnte wieder. Könnte ich? Ah, es sind ja nicht so viele geile Schiffe dabei. Mit den Sternbasis-Upgrades, das könnte klappen. So, notfalls kann ich an beiden Planeten Verstärkung rufen, beziehungsweise an einem von denen. Ich habe an beiden die Möglichkeit dazu, aber nicht genug Rohstoffe. Das ist das Problem. Wie sieht's aus? Ja, ich kann noch ein ziviles Labor bauen. Und dann habe ich auch schon alle Labors, die ich brauche. Oh, die haben ihren Titan. Ja, genau, zerstört den Titan. Mach mal Kopfgeld auf die Föderation. What?
Oh, ich habe einfach Föderationsschiffe übernommen. Das ist auch cool. Zieht euch bitte zur Reparatur-Dings zurück. Falls wir das Ding schon... Habe ich nicht eins gebaut? Repair Yard. Tatsächlich, da. Flieg da hin. Okay, Death Rides. Wann ist Death Rides? Nee, Death Rides. Wann kommt denn das hier? Aber. Okay. Irgendwer übernimmt ständig feindliche Schiffe. Ach, oder war das gerade mein anderes? Hä? Ist der. Wieso ist der nicht gespielt? Bin ich jetzt doof? Mir fehlt jetzt bestimmt eine Erklärung, aber... Das Ding ist nicht mitgesprungen, das heißt, ich hatte jetzt die ganze Zeit dieses Schiff dazwischen gehabt und dem geht's auch nicht gut. Ja, Stovokor ist gut. Da wirst du noch früh genug hinkommen, wenn das so weitergeht. Ich muss wirklich versuchen, hier durchzufliegen. Aber ich würde sagen, ich brauche Informationen darüber, wo die Föderation ihre Werften hat und sowas. Brauche ich mal ein paar von denen und schicke die auf Erkundungstour. Aber ansonsten habe ich hier eigentlich schon alles freigeschaltet. Apropos, ich sollte vielleicht mal den Timer wieder anmachen. Nukta and Pukta. We do not have enough resources. Nukta and Pukta. So. Station construction complete. With honor. Death Ride, okay. Nukta and Pukta. Nein. Ja, du fliegst bitte zurück. With honor. Ready to build. Station construction complete. Nukta and Pukta. Hechu, go. Fighters reporting. Honor will find us this day. Nukta and Pukta. Suction vessel. Battle station. Wo ist denn? Da ist die Reparaturwerf. Guck, dass du da hinkommst. Den geht's soweit auch gut. Die müssen da jetzt auch hin. Antimaterie. Das hier könnte ich noch machen. Für mehr Schaden. So, wie sieht's aus? Dann müsste ich doch die Dinger langsam fertig haben. Boah, ich will alle von denen. Ich mach's einfach so. Alle auf Erkundung. Ich konzentriere mich darauf, hier eine Kampfstation zu bauen. Ich muss diesen Planeten auf jeden Fall verteidigen und das geht ohne Sternenbasis nicht. Ich bin auch nicht wirklich jemand, der mehrere Flotten baut. Also ich habe lieber eine große Flotte, die unaufhaltsam ist. Normalerweise braucht man auch nicht mehr, finde ich. Den Rest muss man einfach nur mit anderem Zeug schützen. Danach müssen die auf jeden Fall zur Reparaturwerft und ich möchte, dass... Hat sich das Schiff jetzt angeschlossen, das andere? Also dieses...
Hat sich das angeschlossen? Nein, irgendwie nicht. So. Ihr sollt bitte zur Reparaturwerft fliegen. Abgesehen davon bildet ihr jetzt eine Flotte. Und zur Reparatur, ja. Ich möchte eigentlich hierhin. Ihr bleibt bitte zusammen. Ich glaube, das hier funktioniert eigentlich ganz gut. Weil ich auch da eine voll aufgebaute Sternenbasis habe. So, wie sieht's jetzt aus mit der längsten Handelsroute? Wieso, was haben die gemacht? Gar nichts, wieso? Hä? Ich hab doch das jetzt... Das ist doch jetzt auch... Bin ich jetzt doof? Hm. Ich weiß definitiv... Oder wurde das noch nicht erkannt? Nee. Ich weiß, es bringt definitiv da mehr Geld, aber trotzdem... Ein Upgrade kann ich noch machen, dann würde ich sagen, Jägerschadron. Ihr werdet repariert. Das ist für Antimaterie, für Spezialfähigkeiten, das ist wichtig. Wo habe ich Captain Kern? Der soll mal ein paar, Typen noch rufen. Squadron Command, genau. Und Impulse Overdrive, oder? Nee, das hier ist auch. What? Dark Armada, ja. Dark Armada heißt die Fähigkeit im Original. Im normalen Sins. Ja. Ich habe auch nicht viel erwartet. Ich brauche aber Quecks. Stalker-Klasse brauche ich auch. Nein, nicht der Support-Kreuzer. Stalker. Das ist ja praktisch die Steamrunner, unter den Klingonenschiffen. Und das hier benötige ich. Letzte Information, hier ist noch nicht so alt. Ich muss zum Angriff übergehen, das geht nicht anders. Mir gefällt das auch nicht mit der Kultur hier. Kann ich das vielleicht noch? Nein, hier nicht. Hm. Hier vielleicht? Ich meine, ich muss hier nichts mehr zu... Nein, alles klar, ich schnappe den Planeten hier. Mev. Dann kann das hier noch ein paar Schiffe rufen. We have created a new weapon. Call for assistance. Und, ja, die Schiffe, die hier noch gebaut werden... werden sich sowieso automatisch der Flotte anschließen, wenn sie noch da ist. Ich meine, jetzt nicht mehr, aber... die werden sich ja da drüben nochmal treffen. Das kann ich ja auch hier... dann kann ich dieses Match auch in einer guten Geschwindigkeit beenden, finde ich. Kein Grund, das in die Länge zu ziehen. Ich lasse dann die Piraten einfach Piraten sein und... guck, wie ich das anders löse. Das hier wäre noch gut. Das hier wäre auch noch gut. Für Kultur und so. Das wird Between Star Phase Speed. Ja, das ist die auch wieder. Und was ist das hier? Hm. Klingt irgendwie nicht so geil.
on my way. Go there. Neu formieren bitte. Enemy ships are on their way. Be ready. So, den Planeten brauche ich. Ich brauche einfach Titanium. Dann kann ich der Föderation auch wirklich wehtun. Weil der diese Ressourcen dann fehlen und sind da auch Werften. Nur Werften nicht. Aber 4 Kommunikationsdinger, kein Wunder, dass Kultur so stark ist. So, ihr zerstört das. So, das ist weg. Das Tolle ist einfach, es gibt nichts, was dieser Fallkraft standhalten kann. Ionenpuls, überladene Waffen, aber natürlich, wenn es der gesamten Flotte hilft, muss man sowas nehmen. May all our missions be filled with glorious battles. So. Ich hoffe, durch den Angriff wird die Föderation sich erstmal denken, wir greifen den jetzt nicht mehr an. Wer wehrt sich? So, bombardiert den Planeten weg. Das hier wäre hilfreich, aber auch nur bedingt. Gibt's überhaupt einen Wurm noch auf dieser Map? Nö, eigentlich nicht. Die Ressourcen benötige ich woanders. Ja, kleiner Angriff, aber ganz ehrlich, meine Sternbasis ist so heftig abgegradet, dass das mir nichts mehr anhaben kann. Aber ich baue einfach mal nicht den Titan, weil... Was macht der? Ach, der hat gerade Ressourcen von dem Planeten geklaut. Oh, was macht ihr denn? Wieso fliegt ihr genau in die Minen rein? Ich verstehe sowas nicht. Hostile Colony... Hostile Colony. Hostile Culture is too strong here. Ich meine, es dürfte eigentlich schon dadurch auch weggehen, dass meine Großkampfschiffe da sind. Wie sieht's hier aus? Kann ich hier so ein Ding noch bauen? Ja, bitte. Dafür habe ich eigentlich keine Zeit. Hier gibt's... Ne, so viele Schiffswerften sind das nicht. Das eine. Ich meine, wobei eine ist schon viel bei Sims. We have created a new weapon. All that is required of you is the annihilation of your enemies. Es gibt anscheinend leider nichts für hier für logistische Slots bei den Forschungen. Das hier benötigen wir dann wahrscheinlich. Bei der Culture Resistance, ja, bitte.
Das heißt, dass unsere Kultur doch eigentlich stärker werden müsste. Wir haben eine neue Waffe geschaffen. Ein anderer Planet ist unser. Hostile Culture will soon overthrow this planet, was? Enforced Loyalty habe ich nicht. Oh fuck. May all our missions be filled with glorious battles. We do not have enough resources. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe die Lithium gekauft. Das ist scheiße. So. Propagandastation. Dieser Planet wird voll mit Propaganda. Propaganda! Das und jede Menge von den. Vorausgesetzt, ich habe die Rohstoffe dafür. Jetzt hat er nicht genug Tritanium. Ich meine, das wird jetzt hoffentlich bald gelöst sein, wenn die Tritaniumminen fertig sind, aber. Station Construction complete. 6%. Die haben eine Sovereign. Station Construction complete. Ich denke, dieser Planet kann erstmal auf sich selbst aufpassen, aber ich benötige unbedingt diesen Planeten. Das heißt, den werde ich auf jeden Fall noch aufrüsten. Ach, obwohl, die kommen eigentlich sehr gut klar. Wo ist meine Flotte? You do me a great honor. Ich glaube, das muss mir eigentlich keine Sorgen machen. Mir macht, wie gesagt, viel mehr Sorgen. 5%. Das ist scheiße. Kann ich ja nicht irgendwie sagen, dass die das Ding zuerst machen soll? Auf jeden Fall wird die Forschung vielleicht noch ein bisschen was leisten, aber ich glaube, den Planeten werden wir trotzdem verlieren. Okay, okay. Das ist die haben die Titanen, das heißt, wir benötigen auf jeden Fall Unterstützung. Ach, das sieht doch gut aus. Wie greift bitte alle den Titanen an? Ah, die Sternbasis kann den Trost der Upgrades nicht standhalten. Glaube ich zumindest, die ist schon auf 50%. If jeder, der hinfliegen kann, fliegt hin. Ihr wartet nicht auf den Rest der Flotte. Ich meine, verbesserten Warp-Antrieb könnten wir es noch schaffen. Sieht's aus. Schilde sind gerade ausgefallen. Ich habe gerade 9 Frames. Und ich glaube, den Titan haben wir trotzdem weggekriegt. Nee, der Titan, der ist doch da. Aber fast zerstört. Ah, ich kann auch einen zusätzlichen Schwadron bauen, das ist gut. Wo wären die... Ach, Leute. Oh, Propagandastation und wie sieht's aus? 6%, es steigt wieder. Ja. Voll gut.
We cannot build there. Wieso kann ich die hier nicht bauen? Ah, oh, weil ich... Falscher Planet. You do me a great honor. The enemy fleet has arrived. Das hier wird wichtig. Handelsposten. Damit ich da keine Sternenbasis bauen muss. Ich würde sagen, Reptilien, das hier kann ich nicht kolonisieren. Das zerstöre ich und dann fliege ich direkt dahin. Ich ziehe das nicht mehr in die Länge, ich muss das schnell beenden. Aber ich kann ja trotzdem mal, wo ist das Kommando-Ding? Ich kann ja trotzdem noch ein paar Schiffe dazu rufen, warum nicht? Kann ich schaden. Station construction complete. All that is required of you is the annihilation of your enemies. So. Ich finde es schade, dass die sich diese Einstellungen immer zurücksetzen. Das nervt. Aber jetzt ist die Flotte eigentlich schon recht... ja, angsteinflößend. So, das hier nehme ich mal. Sonst kann ich nämlich nichts mehr erforschen. Oh, ich dachte, das ist ja Minen, das sind meine Jäger. Also selbst die haben schon eine extreme Feuerkraft inzwischen. Und ich kann noch... Oh, Boarding Pods, das Ding. For the Empire, würde ich auch sagen. Und viel Ehre für mein Haus. We seek honor. Planetary research is complete. Squadron Command. Hier die Sternenbasis ist... Ach nee, das war gar nicht die. Das war die andere. Wie sieht es eigentlich hier mit der Sternenbasis aus? Oh, die hat es geschafft. Die hat überlebt. Und, ach du Scheiße, guckt euch das mal an, dieses Trümmerfeld. Hier war eine Menge los. Sagen sie haben 24%, ja. Eigentlich gut. Wäre nur vielleicht mal gut, auch ein paar Minen noch zu platzieren. Gibt es auch irgendwas Cooles, was ich erforschen kann? Damage Increase, aber ist das nicht nur gegen die Romulaner? Aber es sind immerhin 10% Schaden. Und noch ein bisschen mehr. Da kommt das auch mal. Ich weiß nicht, was das bringt, aber mehr kann ich auch nicht machen eigentlich. So, dann muss ich echt nur hier durch und hier durch. Habe ich hier irgendwelche... Was gibt's denn hier? Na, ich denke, das schaffe ich. Dann könnte ich das in 3 oder 4 Folgen ja schon geschafft haben. Also insgesamt. Es wird nicht mehr lange dauern. Ich meine, macht doch Sinn. Ich habe für das andere Let's Play 6 Folgen gebraucht. Und jedes hatte 30 Minuten. Aber es waren auch dann gegen 2 Feinde. Upgraded soweit, ja. Ach, die längste Handelsroute hat sich verlängert. Lazarus ist aber irgendwie noch nicht so richtig im Handelsnetz drin, glaube ich.
Ja, you honor my house. Dann fliegt ihr direkt dahin weiter. Das sieht immer cool aus, wenn sich so eine ganze Flotte bewegt. Wobei nicht so eine ganze, immer ein paar zurückbleiben bei großen Flotten. Das ist immer so ein bisschen doof. Das Körn? Ist das Körn? Nein, das ist einfach nur eine ganz normale Cover. Diese ganzen Warp-Effekte. So. Weiter Kamera hier hin. Man sieht leider kaum was. Aber gleich ist... Man sieht so ein bisschen die roten... Diesen roten Haufen da. Und da kommt schnell näher. Ah. Hallo. Ich glaube, die denken sich so, so ein bisschen... Oh shit. Ich würde sagen, die zerstören wir. Nicht, dass sie noch irgendwelche Scheiße bauen. Ich glaube, meine... Der Schweiz haben gerade ihre ihr Flakfeuer gemacht, oder was das war. Guckt euch das an, wie schnell die Leviathan weg war. Die hatte vorhin, glaube ich, noch volle HP und jetzt... Nichts hält meiner Flotte stand. Gar nichts. Die ziehen sich schon zurück. Denken sich jetzt schon so, oh shit. So, wie sieht's aus? Polaron-Torpedo. Ja, glory to me. Aha, wenn ich das richtig verstehe, verdopple ich jetzt mit bei dem Planeten, wo Gauron ist, auch alle das ganze Credit-Einkommen. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars Empire at War. Also da, wo der halt der Anführer war, das war ja auch Helden, der durfte irgendwie nicht sterben, aber da, wo der war, haben wir alle Einheiten besser gekämpft und alles war billiger. Und generell, ich meine, ich habe den eigentlich immer auf der Heimatwelt gelassen, aber hier ist ein Artefakt, das ich mir wahrscheinlich nicht holen werde. Ich würde sagen, hier lasse ich auch direkt nochmal ein paar Klingonen spawnen. Obwohl, nee, kann ich nicht. Ich habe... Dafür müsste ich das hier erweitern. Versucht doch mir zu widerstehen. Aber ihr seid schon besiegt. Wieso baut der da seinen Außenposten? Also, ob es ein Außenposten oder Sternbasis ist, ist doch egal. Man platziert es doch so, dass es ein bisschen bei der Verteidigung helfen kann. Ich werde das Ding jetzt einfach wegbomben. Die greifen auch schon gar nicht mehr an. Die wissen einfach, dass das sinnlos ist, weil ich schon hier bin. Wenn sie schlau sind, bewegen sich jetzt alle zur Heimatwelt und beschützen die. Das Ding hat 500 HP mehr, als es haben sollte. Hat es irgendeinen Grund? Liegt das am Artefakt? Gibt es bestimmt so ein Artefakt, das die Planeten widerstandsfähiger macht? Es wäre toll, wenn meine Flotte nicht alle halt wegfliegen würden und machen würden, was sie wollen. Sondern auch so ein bisschen, ja, halt vorsichtig wären. Während der Rest alles bombardiert. Ab zu dem Planeten. Ich verschwende keine Zeit.
Oh, hallo. USS Alliance fliegt ganz alleine hierhin und wird zerstört. Ich glaube, das Schiff hat nicht so ganz begriffen, was eine Allianz ist. Ernsthaft? Hier ist fast nichts. Also, das heißt fast... Verteidigung? Die wissen auch nicht, wie man Verteidigung umbaut, mal ganz ehrlich. Jeder Pirat wäre um die Verteidigung rumgeflogen und hätte hier bombardiert. Schiffe sind hier auch nicht. Ich glaube, die Bewohner denken sich jetzt so, oh shit. Oh, das Flottenkommando. Damit ist auch das Flottenhauptquartier hier weg und... Oh, das geht jetzt richtig gut. So. Ich warte so, bis es bei 500 ist und dann gehe ich auf normale Geschwindigkeit. Die Piraten sind mir jetzt komplett egal. Guckt euch das mal an, wie schnell das geht. Capital Victory. We have eradicated our enemies. Let us relish our victory. Keep playing. Okay, dann würde ich sagen... Wir waren erfolgreich. Wir haben das Klingonische Reich zum Sieg geführt. Und wir haben unserem Haus große Ehre gebracht. Und die Piraten sind mir jetzt ziemlich egal, aber ich würde sagen. Wisst ihr was? Als kleiner Bonus. Das mache ich noch dazu. So sieht das Ding jetzt aus, aber ich habe gewonnen. Okay, darf ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr bitte abonnieren. Dann seht ihr auch, wenn ich wieder was zu Star Trek Armada hochlade. Da ist auch noch was geplant. Da kommt noch einiges. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.